Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen. Hey, heute habe ich ein Thema am Start, mit dem du mit Sicherheit in diesem Kontext nicht gerechnet hast. Aber es ist mir ein Anliegen, darüber ja auch öffentlich zu sprechen. Und zwar, es geht um das Thema Selbstbefriedigung. Und zwar, Selbstbefriedigung sehe ich als ein Akt der pure Selbstliebe. Und das Thema Selbstliebe ist im Kontext Berufung eins der zentralen Themen, ja, also Selbstliebe und Berufung gehört zusammen. Das Thema Selbstliebe betrifft uns ja alle. Und das Thema Selbstliebe ist für viele etwas Abstraktes. Etwas, was, worüber wir darüber lesen und wir können es nicht so greifen. Aber wir hören uns vielleicht die eine oder andere Meditation zum Thema Selbstliebe an oder ja, besuchen vielleicht sogar einen Workshop oder lesen Bücher über das Thema Selbstliebe und Liebe und irgendwie so praktisch, ja. Oft schaffen wir diesen Praxisbezug nicht. Dabei ist Selbstliebe nichts Abstraktes. Es ist etwas, was wir, ja, was gelebt werden will. Es hat was mit damit zu tun, wie, ja, wie wir mit uns selbst umgehen. Ja? Das fängt bei so kleinen Dingen an. Wie ernähren wir uns? Wie gehen wir mit unserem Körper um? Bewegen wir ihn ausreichend? Nähren wir ihn ausreichend? Mit wirklichen Lebensmitteln? Wie liebevoll gehen wir mit uns um? Und da schließt natürlich auch das Thema der Selbstbefriedigung mit ein. Viele sind total pikiert über dieses Thema und denken, ja, aber erstmal darüber sprechen in dem Kontext. Und ja, ich kenne auch gerade vor allen Dingen viele Frauen, die ein echtes Problem haben mit Selbstbefriedigung. Also sich selbst zu befriedigen, sich selbst zu liebkosen, sich selbst zu berühren, sich selbst etwas Gutes zu tun. Da fängt es an. Wenn du dich nicht anfassen kannst, wenn du dich nicht liebkosen kannst, wenn du dich nicht wirklich berühren kannst, wie kannst du dann erwarten, dass das jemand anders tut? Das ist genauso wie in unseren Beziehungen. Also wenn du dich nicht selbst lieben kannst, akzeptieren kannst, annehmen kannst, dir etwas Gutes tun kannst, wie kannst du erwarten, dass es jemand anders tut? Und hier ist es genauso. Also die ganz ernsthafte Frage an dich, wie oft liebkost du dich selbst? Wie oft befriedigst du dich selbst? Wie oft nimmst du dir Zeit? Ja? Oder wann hast du das überhaupt das letzte Mal gemacht? Nimm dir doch mal Zeit und vielleicht auch wirklich in einem schönen Umfeld mit schöner Musik und so weiter. Ja, und erkunde dich und deinen Körper, berühre dich und liebkose dich und genieße es. Ja? Und auch hier geht es nicht darum, den Orgasmus zu jagen, also dieses ja darauf konzentriert zu sein, dass du schnell einen Orgasmus bekommst, dass du schnell befriedigt bist. Das ist wie ein Höhepunkt jagen und das ist eigentlich schade, weil dann beraubst du dich wirklich dieses Weges, ja, dich zu empfinden. Hast du dich schon mal ganz, ganz sanft berührt und wirklich diese sanfte Berührung wahrgenommen? Ja, wie sich das anfühlt, das ist so großartig, das ist so schön und das nährt uns, Berührungen nähren uns und vor allen Dingen auch unsere eigenen Berührungen. Ja, also das ist wirklich ein Appell, ein Aufruf für mehr Selbstbefriedigung, für mehr Selbstliebkosung, also für Selbstliebe in Aktion. Ja. Und je mehr du das tust, je mehr du bei dir selbst bist, je mehr du dich wahrnimmst, je mehr nimmst du auch wirklich das wahr, was dich wirklich berührt, was dir wichtig ist, was aus dir heraus möchte. Und ja, das hat auch etwas mit Berufung zu tun, auch wenn das auf den ersten Blick überhaupt nicht so scheint. Und im Übrigen, das Thema Sexualität, auch Selbstbefriedigung, das ist Heilung pur, sich selbst zu liebkosen, überhaupt unseren Körper zu liebkosen. Und ja, das ist wirklich Heilung pur, weil wir sind ein körperliches, ja, ein dreiteiliges Wesen. Also es schließt den Körper mit ein. Und also wie gesagt, ich appelliere an dich, hey, liebkose dich mehr, auch ganz praktisch, befriedige dich selbst, nimm dir Zeit, auch mal eine schnelle Nummer, ist auch okay, ja, aber wie gesagt, dieses sich ganz darauf einlassen, ganz auf sich selbst und ganz bei sich selbst ankommen, das ist ganz, ganz wunderbar. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, weil das ist, damit schaffen wir wirklich Frieden auf der Welt. Also, tschüss.